Hallo und herzlich willkommen hier zu Trüberbrook. Ja, mal schauen, ob das jetzt hier die letzte Folge wird oder auch nicht. Ja, ich habe es ja schon in der angegangenen Folge gesagt und falls das jetzt so sein sollte, dass, wie gesagt, hier das zu schnell vorbei ist, dann werde ich es an die andere Folge ranschneiden. Aber ihr werdet jetzt natürlich sehen, was passiert. So, noch das Mädchen hier, mit der sprechen wir auch noch. Siehst du jetzt die richtige Welt? So, jetzt ist das Ding aber komplett, oder? Ach, wir können. Wir können also mit keinem mehr weiterreden hier. Dann können wir bloß noch hier ran. An das Sechseck hier. Was wahrscheinlich das Portal ist. Was die Tussi da auch gebaut hat. So, schwupp, was passiert? Was war das? Keine Ahnung, ja, auf jeden Fall das Ghostbusters-Gerät auf dem Rücken hier. Ja, der Computer ist immer noch kaputt. So, das Planetarium dreht aber noch, ja. Ja, da können wir. Können wir da nochmal was reden mit? Nee, ne. Barbarossa? Barbarossa, wach auf! Oha, das sieht nicht gut Ja, der aus. ist doch kaputt hier. Ohne Barbarossa bekommen wir die Tür nicht auf. Ja, schön. Barbarossa? Oha, ohne Bar. Ja. Na gut, vielleicht können wir irgendwie die Tür doch aufregen irgendwie. Mal gucken. Ohne Barbarossa bekommen wir die Tür nicht auf. Okay, das finde ich natürlich nicht schön. Ja, dann müssen wir den wahrscheinlich reparieren, ne? Also ich habe hier schon, ja, mehr ist hier nicht im Raum. Hier können wir was machen. Vielleicht gibt es hier sowas wie eine Notsteuerung oder sowas hier. Überbrückung oder sonst überhaupt. Bin doch nicht gut im Computer reparieren. Schauen wir uns den Patienten mal an. Ja, ist tot. Ich probiere es mit einem Kaltstart. Ah, i Kaltstart. Reset, repeat, rewind. Okay. Ja, aber du hast doch den nicht repariert. Ey, du hast doch nur, ja, du hast wahrscheinlich eine Notfallüberbrückung gefunden. Egal, wir können in die Tür rein. Mit dem Kuh. Es sieht aus wie so eine Gitarre, wie so ein Musikinstrument. Ja, das schießt Schallwellen. So, grüß Gott, wir sind wieder da. Habe ich nicht gesagt, ihr sollt die Hühner satteln? Gretchen, bitte hör uns zu. Macht die Wiege, Freunde, sonst gibt's Saures. Aber dieser Herr hier möchte nur nach Hause. Durch das Portal. Tja, das Ding hat leider kaum mehr Saft. Mehr als einen Sprung wird's nicht geben. Und das wird meiner sein. Euer Pech. Wir können dich nicht so weitermachen lassen. Sehen Sie nicht, sie zerstören alles um sich herum. Mir egal. Als ob es in diesem Kaff irgendwas Erhaltenswertes gäbe. Was ist los mit dir? Ich hätte nie gedacht, dass du so sein könntest. Und genau das war dein Fehler, Bambi. Du hast doch keinen blassen Schimmer, welche unglaubliche Macht dieses Portal mit sich bringt. Mein Lebenswerk. All die Jahre der Suche und zack, ist es da. Und du hast mich auch noch direkt hingeführt, du alter Esel. Oh, ich sage euch, wenn meine Mutter mich sehen könnte. Deine Mutter? Meine Mutter. Ich erzähle euch das jetzt nur, damit ihr nicht dumm sterben müsst. Aber falls du es noch nicht geschnallt hast, nochmal zum Mitschreiben. Meine Mutter hat diese Anlage errichtet. Das ist ihre Arbeit. Sie ist die Millennium-Kooperative. Ich werde losziehen und sie finden. Auf der anderen Seite. Und ihr werdet mich nicht daran hindern. Ich verstehe dich. Aber ist es das wert, die ganze Welt mit in den Abgrund zu reißen? Wir müssen einen anderen Weg finden, Gretchen. Was soll ich noch mit dieser Welt? Sie ist mir egal. Sie hat mir nichts als Kummer bereitet. Da, wo ich hingehe, wartet eine neue Welt auf mich. Viele neue Welten! Das können wir nicht zulassen. Ma'am, treten Sie von der Konsole zurück. Bevor wir ungemütlich werden. Okay, Jungs, es reicht. Ich habe euch gewarnt. Dolores wird jetzt die Steuerung übernehmen. Bestätige, Gretchen. Habe Steuerung übernommen. Kampfbereitschaftsstufe 1. Hoch damit und raus mit ihr. Nein! Voller Energie und fertig ist die Oh, Dolores-Infanterie. the fuck! Ja, was können wir jetzt machen? Autsch, autsch! Ja, schlag ihn. Oh Gott, das war von Remrock. Remrod. Das war, ja, wie hat es wieder geheißen? Saber Rider, genau. Für
für alle, die es nicht wissen, das ist aus meiner alten Kindheit, ja, sozusagen, ne? Nicht alte Kindheit. Ja, ist halt schon alt, wollte ich sagen, aus meiner Kindheit. So, was können wir jetzt hier machen mit dem Reden? Lazarus? Die mit ihrem komischen Anzug, den sie sich hier gebaut hat, ihren Exoskelett hier, ne? Ja, mit der irgendwas machen? Damit könnten sie Monika lasieren. Warte mal, was ist hier? Können wir da hin? Ich komme nicht dran. Ja, weil wir da ein Schutzschild haben, ne? Da was machen? Ah, das können wir auch anschießen. Können wir da was machen? Ich komme von hier leider nicht ran. Okay. Ja, wir sind halt leider nicht im Kraftfeld gewesen. Können wir hier was machen? Ich komme nicht laden von hier ran. Ja, Mann. Können wir der... Na, da können wir die... Ja, ich weiß nicht. Wollen wir mit der reden erstmal? Aufhören! Ja, die interessiert sich da nicht. Ja, da muss ich leider schießen. Oder ich weiß es nicht. Okay. Ja, warte mal, da müssen wir auf den Computer schießen, oder? Ich komme von hier. Okay, nee, das können wir auch nicht, aber wir können. Haben wir noch eine andere Option? Nee, haben wir nicht. Wir können nur noch aufs Portal schießen. Was passiert jetzt? War es der richtige Akkord? What the fuck? Jetzt ist mal hier mehrfach da. Okay. I see, I glotz. Wir können jetzt uns da sozusagen hier... Wir haben da parallele Ichs dann sozusagen, okay. Ist ja interessant. Regenbogenkanone. So, was ist mit dem am Portal? Ja gut, da können wir nur... Okay. Wir müssen hier rein, auf jeden Fall. Ich habe das nur mal ausprobiert. Ob wir da irgendwas hätten machen können oder sonst noch hier. Aber wir müssen natürlich hier rein. So, und das ist die Frage. Hier an... Können wir sie jetzt von da aus anschießen? Ich komme nicht nah genug an sie. Ja, du bist doch jetzt drin, also kannst du doch hier ran. So, hier können wir noch was machen. Okay. Der lebt also immer noch und aber der bringt jetzt nicht viel, ne? So, dann müssen wir hier an den Regler ran. Okay. Hä? Jetzt haben wir hier Portalsplitter. Was können wir da jetzt mitmachen? What the fuck? Was soll das jetzt bringen? Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Ja, aber ich verstehe jetzt nicht, wie das, was das hier soll. Das ist jetzt auseinandergesplittert hier. Okay. Wir müssen irgendwie jetzt versuchen, das Ding zusammen irgendwie zu setzen. Aber welche Reihenfolge da jetzt wichtig ist oder richtig ist, das weiß ich natürlich auch nicht, ne? So, ja. Okay.
Okay. Hat mir hinten ist nicht noch zufällig was, ja. Das wollte ich nochmal sicher gehen. Also es wird jetzt nichts bringen, hier verschiedene Dinger hier anzudrücken, oder? Ich komme. Ja, kannst du aufs Portal schießen. Also ich habe echt keine Ahnung, wie jetzt das hier weitergehen soll. Ich meine, da, das passt jetzt zum Beispiel hier hin. Nicht dran. So, ja, ich muss erstmal mich anklingen hier. Das da, die Ecke ist auf jeden Fall das, das weiß ich auch. Okay, das war die Ecke. Oder ist das, das ist die Ecke, ne? Ne, das ist doch die Ecke. Ja, was bringt mir das, wenn ich das hier wieder zusammensetze, so? Okay. Hä? Ja, wie kriegen die jetzt zum Aufhören? Aufhören? Hm. Lazar? Ja, der antwortet uns eh nicht. Ja, ich raff das jetzt tatsächlich echt nicht. Ich meine, da können wir nur den Kerl hier, der oder der Eindringlingsalarm sagt. Ich komme. Ja, ich muss hier. Und hier können wir ja mit ihr auch nichts machen. Wir können hier nur, dann macht sie da. Ich komme nicht. Ja, du kommst doch hier direkt dran und mit ihm jetzt hier sprechen. Nö, das bringt uns nichts. Ja, jetzt spielt er das wieder. Hä? Nee, doch nicht. Jetzt wechselt es die ganze Zeit, oder wie sehe ich das? Okay. Ja, aber was ist jetzt das Richtige hier? Jetzt kann ich hier nichts mehr machen, okay. Kann nur wieder aufs Portal schießen. Kann ich hier noch was bei ihr? Ich komme nicht. Aufhören! Ja, das bringt mir ja wahrscheinlich nichts. Ja, ja, ist schon gut. Muss ich jetzt zum richtigen Zeitpunkt durchs Portal gehen oder so? Ja, hopp, schieß schon. Danke. Gut, dass das Ding hier öfters Verwendbarkeit ist, ja. So, das da kann es ja eigentlich nicht sein. Das sind irgendwie Wellen. Das da. Warte mal. Wir probieren es einfach. Ich denke, dass es egal ist. Was geschieht? Und wo ist meine Stimme? Hallo? Ah, jetzt sind alle weiß. Hä? Ja, herzlich willkommen. Jetzt ist hier wieder alles ganz anders da hier. Was können wir jetzt hier? Tode, sind Sie es? Hm, da liegt jemand. Das ist so surreal. Bin ich im Himmel, in der Hölle? Bin ich tot? Wo sind denn alle? Wo bin ich hier? Sogar hier schläft er. Mein Herr. So, da kann ich nichts. Da kann ich zwar klicken, aber da kann ich raufgucken. Nö, kann ich nicht. So, zieh hier noch. Verkehrte Welt.
Ja, hier hoch komme ich nicht. Also kann ich die noch anklicken. Diese Statue sieht ein bisschen aus wie Gretchen. Und der? Wo bin ich hier? Na gut, das kann ich die antippen. Nimm das! jetzt ist er kaputt, okay. Ja, und was hat das jetzt gebracht? Ach, das ist der... der Schutzschild ist jetzt weg. Können wir hier nochmal was machen? Ja, der Dinger ist immer noch kaputt. So, und jetzt? Können wir den jetzt hier nochmal... Lazarus? Nee. Aufhören! Ja, das interessiert die nicht. Die merkt auch nicht, dass das Schild weg ist. Das können sie vielleicht atomisieren. Hui! Was in Schrödingers Namen war das? Ja, keine Ahnung. Aufhören! Atomisieren! Schaden! Schaden! Ja, wahrscheinlich können wir das so zerstören, das können wir mit dem reden. Ne, der redet immer noch nicht. Weiter! Ihr macht einen großen Fehler. Nein, mache ich nicht. Hab weiter auf die schießen oder reden nochmal. Aufhören. Ja, nee, das interessiert doch eh nicht. Feuer! Ja, ist ein Pirat. Vielleicht kann er jetzt vielleicht. Lazarus? Nee, der rappelt sich nicht auf. Können wir jetzt hier noch was? Nein. War irgendwas noch anders? Ihr werdet mich nicht aufhalten. Es hat doch einen Zeitablauf, okay. Ja, dann müssen wir hier einfach weitermachen. Aber ich habe auch eine Theorie. Wartet mal ab hier. Warte mal, was ist denn jetzt hier? Wenn die am Portal ist? Kommt doch der rübergefahren. Vielleicht schmeißt er die ins Portal rein oder so. Ich habe mir es doch fast gedacht, dass man die irgendwie wegschubsen muss. Ah, okay. Jetzt ist er put. Es wird für alle Ewigkeiten im Nirvana des Weltennetzwerks verschollen sein. Ich glaube, sie hat es eigentlich gar nicht so gemeint. Es tut mir leid für sie. Aber es hilft nichts. Ansonsten hätte sie vielleicht meine Welt zerstört. Goodbye, Gretchen. Ja, die war halt nicht lieb. Barbarossa! Das war wohl zu viel für ihn. Seine Schaltkreise sind endgültig durchgebrannt. Tja. Danke, Barbarossa. Du warst ein echter Freund. Pfadfinder. Ehren. Wort. Hans, danke für alles. Ich muss jetzt nach Hause. Ja, dann geh. Lazarus, warte. Können wir uns wiedersehen? Ich weiß es nicht. Ich wollte dir gerne sagen, es gibt so viele Realitäten, in denen wir uns nicht begegnet sind. Und deshalb bin ich einfach nur froh, Teil von dieser hier zu sein. Aber ich habe noch so viele Fragen. Das hier ist mein Leben, meine Arbeit, mein Ein und Alles. Ich habe vielleicht Antworten für dich, aber wenn ich bleibe, muss ich sterben. Komm doch mit. Mit dir mitkommen? Aber da sterben wir doch dann. In die großen Weiten? Den Orkus? Das Nirvana? Das Schattenreich? Die ewige Finsternis? In die endlose Leere? Ja, wirklich, im Ernst. Komm mit mir. Das wäre toll. Du und ich. Wir beide auf der Reise quer durch die Galaxis. Lass uns zu den Sternen fliegen und eins werden mit dem Universum. Aber wie kann ich... Komm einfach. Befreie dich aus den engen Grenzen deines Selbst. Lass mich deine Augen öffnen. Ich sage dir,
Du wirst danach so vieles mehr von dem verstehen. Vom Leben, vom Kosmos und allem. Bitte, lass mich nicht allein. Denn how the... Mitgehen oder hier bleiben. Ah, jetzt kann ich ihn nicht speichern und das entscheiden. Ja gut, hier bleiben gerne. Ich werde auch mitgehen. So ist es ja nicht, ne? Wenn das halt wirklich geht. Aber meine Theorie war ja tatsächlich so, dass ich und er eigentlich ein und dieselbe Person sind. Nur halt irgendwie in einer anderen Zeit oder einer anderen Parallele oder sonst so was hier, ne? Ja, was machen wir denn? Bleiben wir hier oder gehen wir mit? Wir werden es wahrscheinlich nicht noch einmal hier an dem Punkt starten können. Ich weiß es nicht, ob das Spiel so gestrickt ist, dass es geht. Weil ich werde euch ja dann eigentlich beide Sachen zeigen. Das machen wir es einfach so. Wir gehen jetzt erstmal mit. Es tut mir leid. Okay. Oh. Schade, ne? Beverly. Etwas ist gerade zu Ende gegangen. Ja, das Spiel. Und plötzlich habe ich das Gefühl, dass alles unmittelbar bevorsteht. Dass alles und jedes für immer entschieden ist. Ich komme zurück zu dir, so schnell ich kann. Versprochen. Wenn das überhaupt geht. Zusammenleben, alleine sterben. Haben wir jetzt erhalten, die Errungenschaft. Okay. Ach, das Gerät hat jetzt hier stehen lassen. Ende. Okay. Tja. Ja, wirklich das Ende. Jetzt bin ich mal gespannt. Was kommt jetzt noch? Abspannen? Ja, natürlich. Ja, Dreamerbrook. Designed and directed by Florian Köhne. Producers Lea Gamula, Darius Cernota. Executive Producers Matthias Murmann, Philipp Käsbohrer. Written by Florian Köhne und Nils K. Müller. Additional Macho Niklas Frieke. Lead Artist Hans Böhme. Lead Animator Jakob Weiß. Charakter Design Benjamin Dinkert. Visual Effects Writer Julian Schleff. Cinematographer Chaka Beurile. Programmer Simon Somer. Ah, da kann ich es nicht mal lesen, leider. Aber ihr seht, da waren jede Menge Leute natürlich an dem Spiel beteiligt hier. Und es war wirklich grandios. Also man muss diesen Leuten natürlich danken, die das Spiel hier so schön gemacht haben hier natürlich. Ne? Deswegen auch der Tribut. Ich lasse auf jeden Fall erst einmal hier die Liste durchlaufen. Und wer natürlich möchte, kann natürlich auch mitlesen. Ne? Vielleicht kennt ihr ja jemanden davon. Ich kenne auf jeden Fall keinen. Naja, ist auch ja, naja. Recording Studio war das Fuzz Factory oder die Fuzz Factory. Was haben wir da? Crew. Die Crew, okay. Das kann ich jetzt nicht ganz. The Band from the Another Place. Ach, vielleicht das, was sie da gespielt haben. Naja, wer weiß. Ja, ich hoffe, dass der nichts hier geschützt war dann vom Lied her. Website Design. Raphael Meyer, das auch hier erwähnt. Okay. French and Ukrainian Translation, ne? Ja, wird auch in ein paar Strafen, ja, in ein paar Sprachen übersetzt. Die Playtester hier auch, vielleicht wart ihr ja dabei. In Ordnung zu sein. Vielleicht hast du was am Hyperraumantrieb. Habe ich gecheckt, bevor wir los sind. Schauen wir mal. Ah, da haben wir's. Interdimensionaler Steinschlag im Quantensprungkompensator. Glück gehabt. Ein neuer Hyperraumantrieb kostet heutzutage um die 29 Space-Mäuse. Ach, das haben wir gleich. Und der Obi ist wieder der Fuchs. Schnurst wie ein Kätzchen. Tja, danke. Werde ich jemals wieder die Alte sein? Ich hab dir doch schon mal gesagt, sie ist als Upgrade. Gretchen? Ja, Dolores? Ist es noch weit? Nein, es ist nicht mehr weit. Ja, da kannst du fahren. Ah, okay, ja, na, fliegen. Ja. Ja, das war jetzt ja nett hier. Das lohnt sich oft hier, da nochmal hier die Liste durchrattern zu lassen, ne?
So, jetzt sehen wir auch, wer da den Cast gemacht hat, wer dort zum Beispiel der deutsche Tannhäuser war und so, ne? Ja, die anderen da, die ich denke, ich weiß es nicht, das kann ja nicht sein, die haben ja auch einen Übersetzer dann gehabt, der was so will. Boah, Head Up, aha. Ja. Boah, Medium Board, Berlin, Brandenburg, ich weiß jetzt nicht, wie lang das hier noch durchläuft. Kickstarter, ach, das war vom Kickstarter, okay, interessant. Patreons, ah. Ja, ich wollte eigentlich sagen, ich fand das Spiel wieder eigentlich richtig klasse für so ein Adventure. Es war schon knackig, wo ich teilweise da doch nicht auf die Idee kam, weil manchmal tatsächlich nochmal Leute ansprechen oder erst was anklicken und dann mit den Leuten nochmal sprechen, das war also ein bisschen nicht so ganz ersichtlich. Aber okay. Nee, also ich würde jederzeit wieder so ein Spiel natürlich spielen wollen, wenn es da jetzt hier einen zweiten Teil geben würde oder sonst sowas. Aber nee, es wird hier keinen geben wahrscheinlich, oder ich denke es mal nicht. Man müsste mal gucken, ob es irgendeine Fortsetzung von Dreamerbrook gibt oder so. Man weiß es ja nicht, was? Bird into this dimension with a little help from... oh Jesus, na. Haha, es wird eine riesen Liste, jetzt wird es langsam hell. Ah ja, und da hören wir auch noch das Lied. Und ich weiß echt nicht, ob das natürlich hier nicht hier Copyright geschützt ist hier. Ja, aber er singt, glaube ich, ja jetzt den richtigen Text. Ja, heimkommen. Okay. Ja, also die Liste hört gar nicht auf hier. Das sind wahrscheinlich die ganzen, wenn dann, wenn es Kickstart war, die ganzen Kickstarter oder so, die da eben hier gespendet haben. Nasenbär. El Pescado. Ich hätte El Presidente gelesen. Ja, was haben wir dann sonst noch hier für. Was fällt mir da noch so ins Gesicht hier? Lalala. Da, da, da. Florian Merkel. Was, Rix? Na, ich denke wahrscheinlich. Ja, es kann ja nicht wirklich sein, dass jetzt hier natürlich das hier. Ja, ich müsste echt mal gucken, dass ich vielleicht zwei Versionen mache und dann zwei Sachen render, dass ich hinten jetzt dann einfach hier den Ton rausschneide dann oder so, damit man mich noch versteht, ne? Ja, eieiei, sind das viele, also es sind 5000 Leute jetzt hier, wo hier stehen. Alter Schwede, ey. Tja, Saale, was? Saale 42, Saalfeld, hä? Was haben wir sonst noch hier? Ich meine, die meisten haben jetzt wahrscheinlich schon ausgeschaltet. Könnt ihr mal schreiben, wenn er hier tatsächlich hier durchgehalten hat. Weil ich weiß ja nicht, ob noch was kommt hier. Das ist es halt immer. Es ist immer blöd, immer wenn man es nicht weiß, ne? Ob da noch was kommt. Oder ich möchte halt wirklich noch sehen, was wäre gewesen, wenn wir geblieben wären. Ich meine, so gesehen, das Ende war jetzt wirklich sehr unspektakulär, ne? Es war Ende und gut war, ne? Nicht was halt passiert werden, dass wir mitgegangen sind, ne? Jack Rabbit, ja, okay, wer kennt den nicht? Eieiei. Also ich kann hier auch nicht abrechnen, das, oder dass man schneller laufen lässt, nee. Da ist nichts drin, wir müssen das über uns ergehen lassen. Totengesang, Robin Zell, was? Jetzt, na. Cyberfritz. Ja, natürlich, die Musik ist eigentlich auch genial, ne? Das muss ich in dem Weg auch mal sagen, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das geschrieben hat. Ich habe es nicht gelesen vorhin. Naja. Also wenn das natürlich jetzt so ist und ich da natürlich hier da hinten die Musik rausschneiden musste, dann... Wisst ihr jetzt warum, ne? Was, Rudy B, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Ja, ich hab's dann wahrscheinlich wegen der Musik rausschneiden müssen im Hintergrund. Weil wenn die halt Copyright geschützt ist, das sieht halt YouTube nicht gern, ne? Ja. Ja, ich könnte mir das halt wirklich vorstellen. Was? Thomas Knauf. Ich kenne den Knauf, der hier Putzzeug und so herstellt. Also so Verputzmittel oder so, so Mörtel und so Zeugs, ja. DC Schumacher. Okay. Yuka Entertainment.
Lady Churchill. Ah, okay. Wer kennt ihn nicht in Churchill? Huh? Ja. Das endet nicht mehr. Das hört gar nicht mehr auf, ey. Also, irgendwo muss es ja mal gut sein, ne? Also, nicht, dass ich jetzt hier dann sagen will, dass die Leute nicht erwähnt werden sollen, also. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwo gebackt hätte und wäre dann hier auf der Liste, wäre ich natürlich auch froh, wenn das dann durchläuft, dass das jeder sieht, ne? Ja, aber trotzdem, man hätte das tatsächlich dann vielleicht sogar mit einer Vorspulfunktion machen können. Ja, das da unten ist der beste Name, XYLA. XLA. Founded by Medienboard Berlin Brandenburg. Okay. Ja, unterstützt sozusagen. Founded, BTF Header. Ba, 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 bam. Ja, jetzt haben wir alle abgeschaltet, also das hat hier keiner bis zum Ende geschaut. Dam, da, dam. That's all, folks. Ja, ich würde jetzt gerne den Computer ausschalten. Ja. Das würde sagen, Death of Forks heißt eigentlich, das war's oder so, ne? Kann man das frei übersetzen, so irgendwas. Waren wir bei Bugs Bunny irgendwie am Ende, so? Bei den Looney Tunes. Ja, thank you for playing, ja. Ich hab's gern gespielt, tatsächlich. Ja, ja, doch. Es ist nicht ja, einfach dahergelabert. Ja, ja, doch. Ja, so, die Band ist auch fertig. Ja, mal schauen, was jetzt passiert. Haben wir nochmal die Chance zu laden oder haben wir nicht die Chance? Ah, wir haben nochmal die Chance, ins Menü zu kommen. Also ich mache jetzt nochmal spielen. Kapitel 5, 901 Stunden. Also 9 Stunden haben wir für das ganze Spiel gebraucht. So, ich klicke jetzt nochmal rein. Also falls jetzt nochmal jemand abgeschaltet hat, ja, dann seid ihr nicht mehr dabei. Aber wir müssten jetzt eigentlich das Ganze hier noch einmal. Ja gut, dann machen wir das halt geschwind nochmal. Als Beiwerk. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Was in Schrödingers Namen war das? Ja, Schröders Katze eben. So, und noch einmal. Ja, die Animation dauert immer so ein bisschen lang hier. So, da. Schaden! Schaden! Warte mal, da hättest du uns ja nichts. Hallo, wo ist meine Maus? Da hättest du uns ja nichts gebracht. Ja, nee, das bringt nichts. Ihr werdet mich nicht aufspeichern. Ja. Sie muss praktisch vor dem Portal stehen. Wir müssen die ins Portal schützen und dann ist Ruhe. Na, ich hoffe wirklich, dass es jetzt noch jemand anguckt, überhaupt das Ende hier. Ihr macht einen großen Fehler. Nein, ich mache nur kleine Fehler, wenn überhaupt. Ich mache gar keine Fehler. Ich bin unfehlbar. Nee, ist natürlich Quatsch, aber ja. So. Ja, arg, macht der Pirat hier. So. Brauchst du wieder kein Grog mehr, ja? Und jetzt blam. Haust du weg. Ja, die hat doch was aus der Ritterrüstung gebaut hier, ne? Bist zu laut, ich brech dich mal ab hier. So, jetzt hat er kommt nochmal das hier. Sie wird für alle Ewigkeiten im Nirvana des Weltnetzes. Kann ich da weiterklicken? Ne, wir können es nur noch einmal. Ich glaube, sie hat es eigentlich gar nicht so gemeint. Es tut mir leid für sie. Aber es hilft nichts. Ansonsten hätte sie vielleicht meine Welt zerstört. Goodbye, Gretchen. Ja, aber er, warum zerstört er die Welt nicht? Das war wohl zu viel für ihn. Ja. Seine Schaltkreise sind endgültig durchgebrannt. Ja. Danke, Barbarossa. Du warst ein echter Freund. Auch wenn wir dich nur kurz kannten. Ehren. Hans, danke für alles. Ja, ich muss hier nach Hause. Abschied. Lazarus, warte. Ja, warte. Können wir uns wiedersehen? Ich weiß es nicht. Ich wollte dir gerne sagen, es gibt so viele Realitäten, in denen wir uns nicht begegnet sind. Und deshalb bin ich einfach nur froh, Teil von dieser hier zu sein. Aber ich habe noch so viele Fragen. Das hier ist mein Leben, meine Arbeit, mein Ein und Alles. Ich habe vielleicht Antworten für dich, aber wenn ich bleibe, muss ich sterben. Komm doch mit. Mit dir mitkommen? Du meinst, in die großen Weiten? Den Orkus? Das Nirvana?
Das Schattenreich? Die ewige Finsternis? In die endlose Leere? Ja, wirklich, im Ernst. Komm mit mir. Das wäre toll. Du und ich. Wir beide auf der Reise quer durch die Galaxis. Lass uns zu den Sternen fliegen und eins werden mit dem Universum. Aber wie kann ich... Komm einfach. Befreie dich aus den engen Grenzen deines Selbst. Lass mich deine Augen öffnen. Ich sage dir, du wirst danach so vieles mehr von dem verstehen. Vom Leben, vom Kosmos und allem. Bitte, lass mich nicht allein. Denn how the... Ja, und diesmal bleiben wir hier, haben wir ja gesagt, wenn wir nochmal die Chance haben. Kann ich jemals zurück? Auch das weiß ich nicht. Aber sieh dich doch mal um. Die menschliche Spezies ist besessen davon, alles zu zerstören und zu konsumieren. Gretchen, diese Wissenschaftler, diese Kooperative, du bist besser als die. Wir sind erleuchtete Wesen, Hans. Ich würde schon sehr gerne. Aber hier ist noch so viel zu tun. Es tut mir leid. Hans Tennhausers letzte Rast. Haben wir jetzt als Errungenschaft nochmal bekommen. So, und jetzt ist er wieder fertig, oder? Jetzt kommt wieder Ende. Er ist weg. Ich wusste, dass du mich nicht alleine lassen würdest. Mein Freund. Hm. Woher wusstest du denn das, dass ich nicht, jetzt kann ich es nicht mehr abbrechen, ne? Kann ich Escape drücken? Nein, kann ich nicht. Gut, Leute, ich will euch jetzt nicht nochmal hier mit dem Abspann langweilen. Ja, ich habe ja schon gesagt, das Spiel ist super gewesen und ich hätte gern mehr davon, aber ja, das war jetzt, wie gesagt, Trüberbruck. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, gebt mir ein Like, schreibt mir viele Kommentare. Ja, vielleicht könnt ihr mir auch mal schreiben, was ihr vielleicht als nächstes sehen wollt. Habt ihr noch irgendeinen Vorschlag oder sonst? Weil da will ich immer dran erinnern, da kommt doch mal auf Discord, da können wir auch schwätzen oder vielleicht fällt irgendwas ein. Ja, ich würde mich natürlich freuen. Es ist kein Muss, aber ja, wenn es vorhanden ist, ne? Ja, ich sage jetzt auf jeden Fall tschüss, bis denne, bis zum nächsten Projekt, bis wir uns eben wiedersehen oder in einem der alten Projekte. Ich sag tschüss, bis denne, euer Lego, bye, bye.